Hallo und willkommen hier zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas richtig Spannendes für euch. Wir reden über 5 einfache, aber effektive Tipps, wie ihr im Alltag produktiver sein könnt. Das Beste? Diese Tipps sind wirklich für jeden umsetzbar. Also bleibt dran und lasst uns gleich loslegen. Okay, zu Nummer 1, beziehungsweise Tipp Nummer 1. Setz dir klare Ziele. Häufig stürzen wir in den Tag hinein, ohne genau zu wissen, was wir eigentlich erreichen wollen. Das führt dazu, dass wir uns in den unwichtigen Aufgaben verlieren. Der Trick dabei ist, den Tag mit 2 bis 3 konkreten Zielen zu starten, die wirklich wichtig sind. Stell dir vor, was du abends erledigen musst, beziehungsweise was du abends erledigen haben möchtest und halte es schriftlich fest. So behältst du den Fokus und wirst weniger abgelenkt. Tipp Nummer 2. Habt ihr schon mal was von der Pomodoro-Technik gehört? Ich seit kurzem erst. Viele von euch kennen sie vielleicht schon. Aber ich schwöre, das funktioniert wirklich. Also ohne Chance. Du arbeitest dabei in circa 25 bis 30 Minuten Blöcke völlig komplett fokussiert. Und danach gibt es 5, 10, 15 Minuten Pause. Und das wiederholt ihr immer und immer und immer und immer wieder. Diese Technik hilft dir, deine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig genug Pausen zu haben. Nach 4 Arbeitsphasen machst du eine längere Pause von 15 bis 20 bis 30 sogar Minuten. Das hält deinen Kopf frisch. Das heißt, diese Technik könnt ihr auch in euren Stream benutzen. Ihr arbeitet oder lernt fokussiert als Beispiel für die Uni und dann geht ihr für die nächsten 10-15 Minuten aufs Chat ein. Ganz easy, oder? Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Setz dir Prioritäten mit der Eisenhower-Matrix. Eisenhower-Matrix? Was bedeuten das denn? Die Matrix teilt Aufgaben in 4 Kategorien. Dringend und wichtig. Wichtig, aber nicht dringend. Dringend aber nicht wichtig und weder dringend noch wichtig. Es klingt erstmal ziemlich kompliziert, aber wenn man sich daran gewöhnt, ist es ein Gamechanger. Du erkennst so schneller, welche Aufgaben du direkt erledigen solltest und was du delegieren und sogar weglassen kannst. Tipp Nummer 4, ein Klassiker. Digitale Ablenkung minimieren. Handys, Tablets, PC, was auch immer, sind riesige Produktivitätskiller. Natürlich, wenn ihr die Geräte braucht zum Arbeiten oder zum Lernen, wie auch immer, dann solltet ihr sie natürlich benutzen. Aber sonst nicht. Als Beispiel, alle paar Minuten kommen Benachrichtigungen rein. Ob Twitter, ob Blue Sky, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, MSN, was auch immer, die uns aus der Konzentration reißen. Am besten legst du dein Handy, Tablet, Fernseher während der fokussierten Arbeitsphase zur Seite oder aktivierst den Nicht-Stören-Modus. Alternativ helfen Apps, die deine Nutzungszeit einschränken, so bleibst du länger in deinem Flow-Zustand. Na gut, Nutzungszeit einschränken, da fuckt man sich eher, glaube ich, eher ab, dass man die ständig deaktivieren muss. Tipp Nummer 5, Bewegung und Pausen einbauen. Klingt einfach, oder? Aber das unterschätzen viele. Ein kurzer Spaziergang oder ein paar Dehnübungen alle paar Stunden können Wunder wirken. Bewegung fördert Durchblutung und bringt uns neue Energien. Du wirst es merken, dass du danach viel wacher und produktiver bist. Und wichtig dabei ist natürlich, lasst euch nicht ablenken. Als Beispiel auf der Arbeit. Ich meine, du kannst auf der Arbeit rumlaufen und mit Leuten reden. Dann läufst du rum. Super. Aber es lenkt euch ab. So, das waren meine 5 Tipps für mehr Produktivität. Lass mich in den Kommentaren gerne wissen, welchen Tipp du schon mal ausprobiert hast. Oder kennst du noch einen weiteren Geheimtipp? Who knows? In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Lass gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und eventuell einen Kommentar für den Algorithmus. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt produktiv. Tüdelü.